Sehr geehrte Damen und Herren, wir, der Sozialwissenschaftskurs aus der Q1 der Gesamtschule Gummersbach, möchten mit Ihnen über die Themen Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit an Schulen sprechen. Unsere Intention darin liegt, auch anhand von Beispielen aufzuzeigen, dass Digitalisierung die Chancen eines jeden Schülers verbessern kann und Bildungsgleichheit im und mit digitalem Unterricht gefördert werden muss. Unter dem Begriff der Bildungsungerechtigkeit versteht man, dass Personen in Bezug auf ihren Zugang zu Bildung eingeschränkt sind bzw. nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie andere Mitglieder einer Gesellschaft. Als Bildungsungleichheit kann man Unterschiede im Bildungserwerb, zum Beispiel in der Kompetenz, Schulnoten und Bildungsverlauf verstehen, die mit bestimmten Personenmerkmalen, zum Beispiel dem Geschlecht, der sozialen Herkunft und dergleichen zusammenhängen. Können Sie sich vorstellen, was für schlimme Folgen es haben kann, eine ungleiche Bildungschance zu haben? In Zeiten von Corona ist klar geworden, wie wichtig ein digitales Bildungssystem ist und dass das deutsche Bildungssystem auf digitalen Unterricht in keinster Weise vorbereitet war. Vor allem Kinder aus ärmeren Verhältnissen, die kein oder nur kaum Zugriff auf digitale Endgeräte hatten, blieben auf der Strecke. Es sind Ihre Kinder, die betroffen sind. Schauen wir uns zunächst also genauer an, was zur Bildungsungleichheit führen kann. Der Grund für diese Ungleichheit der Bildungschancen liegt meist an dem sozialen Status der Familie. Kinder von Akademikereltern besuchen im Vergleich mit Kindern von Nicht-Akademikereltern öfters das Gymnasium und schließen die Schulausbildung mit Hochschulreife ab. Es gibt zwar eine natürliche Mitgift, jedoch kommt es auch auf die Kindererziehung an. Beispielsweise könnte es darauf ankommen, wie liebevoll Eltern für ihre Kinder sorgen, wie sie mit ihnen reden und spielen, wie sie ihnen zuhören, ob und was sie ihnen vorlesen. Bildungsungleichheit gab es schon immer. Aber durch den Einfluss der Pandemie ist die Schere zwischen den zwei Gesellschaftsklassen bedrohlich weit auseinandergegangen. Wie man an den Ergebnissen der Kompetenzermittlung aus Hamburg vom 10. September 2021 sieht, stieg der Anteil der leseschwachen Kinder in der dritten Klasse um 11,1%, in Schulen, die in schwieriger sozialer Lage liegen, sogar um 13,8%. Auch bei leistungsschwachen Kindern in Mathematik stieg der Anteil insgesamt um 8,7%, während er in sozial schwächeren Schulen sogar um 11,2% stieg. Neben der teils fehlenden Motivation hatten nicht alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in der Pandemie am Online-Unterricht mit Erfolg teilzunehmen, sei es wegen eines schlechten Internetanschlusses oder weil ein digitales Endgerät gefehlt hat. Für einige Schülerinnen und Schüler war es oft mühsam, überhaupt an die Aufgaben heranzukommen. Genauso problematisch war es für die Lehrerinnen und Lehrer, diesen Schülern eine Rückmeldung zu geben, was ja ein wichtiger Aspekt des Lernvorganges ist. Nun aber stehen die Regierung in der Pflicht, solchen Kindern und auch allen anderen in Zeiten der Digitalisierung unter die Arme zu greifen. Mit Subventionen für die Anschaffung von Tablets an Schulen und vom Staat unterstützten Lernprogrammen wäre es möglich, ein einheitliches digitales Lern- und Schulumfeld zu schaffen. Hierbei spielt der große Aspekt gleicher Voraussetzungen eine große Rolle. Wie wäre es, wenn alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hätten, durch adaptiven Unterricht individuell am Unterricht teilzunehmen? Das heißt, allen Schülerinnen und Schülern gleichen Lernstoff, gleichen Lernraum und gleiche Mittel zur Verfügung zu stellen. Das hat im gesamten Distanzunterricht gänzlich gefehlt. Der Vorteil bei der Verwendung von Tablets liegt zum Beispiel im schnellen Googeln von Fragen oder im Anschauen von Lernvideos. Das hilft, um den im Unterricht besprochenen Stoff nochmals zu verinnerlichen und zu wiederholen. Für Schülerinnen und Schüler ist die Möglichkeit, einen Input zu bestimmten Lerninhalten zu bekommen, auf einmal enorm gewachsen. Anhand von Grafiken und Schriften wird der dargestellte Lerninhalt verdeutlicht und somit können sich die Schülerinnen und Schüler diese Inhalte besser merken als ein Monolog. Durch diese Digitalisierung sind Lernende nicht mehr abhängig von Büchern, in denen endlose Texte stehen, wonach sie noch verunsicherter sind als zuvor. Wissen wird durch das Digitale den Massen zugänglich gemacht. Und das sollten wir nutzen. Eine Forschung hat ergeben, dass Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Verhältnissen während der Ferien schlechter in Tests abschneiden als Schülerinnen und Schüler aus guten sozialen Verhältnissen. Ein möglicher Grund: Einige von ihnen können es sich nicht leisten, eine Nachhilfe zu bezahlen oder haben nicht die nötigen sozialen Kontakte, um das Kind in einer guten Lerngruppe oder einer Sommerschule anzumelden. Hier kann das Online-Angebot an Lernmaterial genutzt werden. Die meisten Inhalte, wie zum Beispiel Lernvideos, sind häufig kostenlos und jederzeit abrufbar. Des Weiteren sind die physischen Folgen der Pandemie nicht zu vernachlässigen. Viele von uns Schülerinnen und Schülern belastet diese sehr. Hierfür spricht zum Beispiel, dass sich bei 39% von uns das Verhältnis zu den Freunden verschlechtert durch den eingeschränkten persönlichen Kontakt. Hinzu empfanden 65% von uns die Schulen und das
Lernen als anstrengender und belastbarer als zuvor, was zu weniger Motivation für die Schule führte. Es konnte allerdings auch festgestellt werden, dass sich einige Schülerinnen und Schüler verbessert haben, besonders Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht schüchtern sind. Dabei kommt eine Problemfrage auf. Wie schaut es mit dem Internetanschluss aus? Zum einen müsste WLAN mit einer vernünftigen Bandbreite in allen Schulen sichergestellt werden. Somit ist ein digitaler Unterricht auch in der Schule möglich. Wenn wir nun an die Lockdowns zurückdenken, dann ist es zusätzlich unbedingt nötig, eine ausreichende Internetverbindung für alle Schülerinnen und Schüler zu Hause sicherzustellen. Nur so gelingt es auch, Schüler und Schüler aus sozial schwachen Familien aktiv am Homeschooling teilzunehmen. Hier ist wieder unsere Regierung gefragt. Wir fordern deutschlandweit, das Breitbandnetz so schnell wie möglich auszubauen. Solange dies nicht geschehen wird, wird Deutschland weiterhin das Schlusslicht in der Digitalisierung der westlichen Länder darstellen. Ein Land, das einst für technische Innovationen stand, wird sich geschlagen geben müssen von einer kleinen technischen Bodenwelle, genannt Digitalisierung. Deutschland kann sich gut ein Beispiel an Estland nehmen, denn Estland ist eine digitale Gesellschaft. Nicht nur 99% der staatlichen Dienste sind online aufrufbar, sondern auch das Bildungssystem ist komplett digitalisiert. Seit den 90er Jahren arbeitete Estland an der Digitalisierung seiner Gesellschaft und schaffte es als erstes Land weltweit in all seinen Schulen eine stabile Internetverbindung aufzubauen. Als gutes Beispiel einer Schule, in der Digitalisierung gelebt wird, möchten wir heute ein estnisches Gymnasium vorstellen. Das Deutsche Gymnasium Tallinn. Die Schule bietet Museums- und Theaterbesuche in Präsenz an. Der Umgang mit digitalen Geräten wird erlernt und es gibt einige Sprachkurse dort. Der Grund, warum Estland seine Schülerinnen und Schüler schon so früh für Bildung, Kultur und Digitalisierung begeistern möchte, liegt darin, dass Estland ein kleines Land mit wenig Ressourcen ist. Deshalb werden die Kinder darauf vorbereitet, auch im Ausland Erfolg haben zu können. Denn den Einfluss von Bildung, Kultur und Digitalisierung wollen wir auch in Deutschland. Wir fordern, dass Kinder früh mit Bildung und Kultur in Kontakt kommen und dafür begeistert werden. Der Vorteil dabei ist, über Bildung und Kultur wichtige Fähigkeiten beigebracht werden, die im späteren Berufsleben, aber auch in schulischen Ausbildungen genutzt werden können, was den Schülerinnen und Schülern dann Vorteile brächte. Diese sind zum Beispiel Weltwissen, verschiedenste kognitive Fähigkeiten und Leistungs- bzw. Anstrengungsbereitschaft. Als zweites Beispiel möchten wir gerne unsere Schule vorstellen, die Gesamtschule Gummersbach. Hier haben alle Schülerinnen und Schüler ein Tablet ausgeliehen bekommen, die kein eigenes digitales Gerät zur Verfügung haben. Die Lernbedingungen wurden so für alle Schülerinnen und Schüler angeglichen. Die von Daniel Jung, Mathe-YouTuber, angesprochene Bildungsschere wurde mit dem Konzept unserer Schule versucht zu stoppen. Unsere Schule versucht, sich dem Zeitalter der Digitalisierung und ihrem exponentiellen Wachstum anzupassen. Dass es funktionieren kann, die Digitalisierung in die Schule zu holen, haben wir beweisen können. Wir empfinden die Möglichkeit der Tablets als große Bereicherung. Allerdings sind auch die Schattenseiten bekannt. So verfügt unsere Schule über keinen vernünftigen Breitband-Internetanschluss. Hier, meine Damen und Herren, ist nun wieder die Regierung gefragt. Sie muss mit den Internetanbietern in Verbindung treten und für jede Schule eine ausreichende Internetverbindung aushandeln, damit solche Anschaffungen wie Tablets nicht nur als teure Notizhefte enden. Als letztes Schulbeispiel führen wir die Regenbogenschule VS Lab in Braun in Österreich auf. Dort wurden digitale Mittel bereits vor der Corona-Pandemie im Unterricht eingesetzt. Diese führten zu einer Gleichstellung von Lernmaterialien und zu wenigeren Problemen im Distanzunterricht. Die Regenbogenschule gestaltet ihren Unterricht an verschiedenen Orten, analog und digital in kooperativen Lerngruppen. Dies findet oft an verschiedenen Lernorten statt und zu dem größten Teil naturnah. Die Lernenden fungieren als sogenannte Lerncoaches, wodurch das Lernen individualisiert und schlussfolgernd erfolgreicher wird. Die Schule stützt sich darauf, die basalen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern. Das erfolgreiche Lernen wird primär auf stabilen, vertrauten und zuverlässigen Beziehungen aufgebaut. Daraus folgt, dass Selbstregulation und Selbstkompetenz wichtig sind und gestärkt werden. Damit die basalen Kompetenzen erlernt werden, können sie fächerübergreifende Angebote gut, richtig und wichtig. Neben dem Unterricht sind niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote zu etablieren, mit denen alle Schülerinnen und Schüler zu Familien angesprochen werden.
Was fordern wir jetzt genau? Wie sollen unsere Ziele und Visionen umgesetzt werden? Wir fordern mehr Förderunterrichtangebote, die sich auch sozial schwächere Familien leisten können. Wir fordern, dass Deutschland im weltweiten Vergleich bei der Digitalisierung aufholt und mehr Möglichkeiten schafft, digitale Wege zu nutzen. Wir fordern die Ausbildung von Digitalisierungsexperten, Lehrkräfte, die bereits im Studium mit digitalen Lehr- und Lernmöglichkeiten in Kontakt kommen, Menschen, die Kurse anbieten, in denen der Umgang mit digitalen Medien erlernt werden kann. Wir fordern den Ausbau des Breitband-Internetzugangs in ganz Deutschland. Wir fordern kostenlose Internetzugänge auch für Familien. Wir fordern finanzielle Mittel für die Schulen, um die Schülerinnen und Schüler mit digitalen Geräten auszustatten, die keine Möglichkeiten haben. Ein fähiges Endgerät selbst zu finanzieren. Wir fordern, dass Programme und Apps, für den Unterricht benötigt und verwendet werden, kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Wir fordern, dass Lehrkräfte ihre Unterrichtsmaterialien und Inhalte online hochladen und somit jedem Lernenden helfen können. Wir fordern Lern- und Nachhilfsangebote, die auch für sozial benachteiligte Familien ansprechend sind. Wir fordern, dass Ansprechpersonen in den einzelnen Schulen gewählt werden, die insbesondere Schülerinnen und Schülern helfen, die soziale oder inhaltliche Schwierigkeiten haben, besonders mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie. Wir fordern, dass sie deswegen nicht vor den Herausforderungen der Digitalisierung zurückschrecken. Gemeinsam sollen wir uns den Herausforderungen stellen und die Maßnahmen und damit die Digitalisierung nachhaltig für alle gestalten. Wir fordern Verbesserungen, wir fordern das gleiche Recht für alle. Liebe Experten, liebe Lehrkräfte, liebe Mitmenschen, behalten Sie Ihr Wissen nicht für sich. Setzen Sie sich für uns, für Ihre Kinder und Enkelkinder, für Schülerinnen und Schüler ein. Wir, die Kinder und Enkelkinder, die Schülerinnen und Schüler, sind die Zukunft. Lassen Sie uns anfangen, das volle Potenzial der Digitalisierung zu nutzen. Lassen Sie uns jetzt beginnen und den ersten Schritt in Richtung Zukunft wagen. Wer, wenn nicht wir? Gemeinsam können wir es schaffen und jedem Schüler die Möglichkeit auf Bildungschancen und somit auf ein besseres Leben geben. Gemeinsam können wir es schaffen, dass niemand mehr von Bildung benachteiligt wird. Gemeinsam können wir Chancen und Bildungsgleichheit fördern. Wie schon Obama sagte, yes we can. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.